Weil das ist egal, ich von dem Kleinen. Das ist schon okay. Das ist schon in Ordnung. Du kriegst das große Brett. Ja, aber das von Niedrigen siehst du nochmal größer aus. Servus, wir sind heute hier mit Marvin vom Servus Habibi. Servus. Wir machen heute eine kleine Good Crop Hummus Bowl mit geröstetem Gemüse. Genau, Gemüse ist das Thema. Ich habe jetzt auch geschaut, dass wir einigermaßen regional und saisonal dabei sind. Das heißt, wir haben Wurzelgemüse, Sellerie und Karotten und Lauch. Das Ganze lassen wir relativ grob braten oder grillen das nur im Ofen mit viel Farbe und möglichst kurzer Garzeit, dass es zwar gar ist, aber man es jetzt nicht tot kocht, weil in Gemüse steckt super viel Geschmack, wenn man es richtig zubereitet. Es geht quasi darum, dass man eben diese Röstaromen ranbekommt, wie auch bei Fleisch, schmeckt ja auch besser, wenn es gebraten ist, dasselbe gilt auch für Gemüse, und dass du beim Garen möglichst viel Wasser hast, was verdunstet, weil dadurch, dass es Wasser verliert, nimmt die Geschmacksintensität zu und es schmeckt einfach noch mehr. Konzentrierter. Genau. Ofen haben wir schon vorgeheizt, gell? Auf wie viel Grad? Das heißt, ja, kann man schon so 200 machen. Was hat er? Der geht bis 240. Ja, dann machen wir Umluft, weil dann kommt das Gemüse, weil sie wird von allen Seiten gleich geröstet. Okay, und noch mehr Wasser geht verloren. Genau, und noch mehr Wasser geht verloren. Dafür nehmen wir die Karotten und backen die fast so, wie sie sind. Jetzt ist es ja eben wichtig, dass man Röstaromen hat und gleichzeitig aber auch die Garung nicht verliert. Das heißt, man muss ungefähr schauen, dass es in derselben Größenordnung ist. Die Karotte ist jetzt doppelt so dick wie die. Das heißt, die halbiere ich jetzt längst, aber sonst lasse ich die komplett plain, bis auf ein bisschen Salz, dass die einigermaßen gleichzeitig fertig werden. Die ist ein bisschen kleiner. Klar, da kann man jetzt sagen, okay, wann ist welches Gemüse fertig und wie brauche ich das? Das ist einfach so ein bisschen Erfahrungssache. Einfach in den Ofen tun, wie gesagt, nicht zimperlich sein mit Temperatur, sowohl in der Pfanne als auch im Ofen, und einfach probieren. Jeder kann Kartoffeln kochen, glaube ich. Wenn eine Kartoffel, wenn ich mir ein Messer reinstecke und das wieder abfällt, dann ist es gar. Hier sieht man jetzt, die ist noch hoch. Dasselbe kann man auch bei so Ofengemüse machen. Man kann relativ wenig falsch machen. Okay, also generell Gemüse im Ofen nach Gefühl kochen, weniger nach Zeit und nach Auge kochen. Genau, nach Gefühl, nach Auge, nach einfach und immer sich wagen. Piekstest. Kurz mal pieksen. Genau, wir machen eigentlich nur ein bisschen Salz drauf, ein bisschen Öl, weil Salz und Öl verstärken den Geschmack. Und wenn man das von Anfang an dran hat, dann hat man nicht später nur eine Salzschicht und dann das gegarte Gemüse, sondern das verbindet sich alles schon beim Kochen. Wunderbar. Und das kommt auch schon in den Ofen. Und da ich den Ofen nicht kenne, und wir sagen, nach Gefühl, mache ich lieber ein bisschen zu heiß. Okay. Und wenn ich dann merke, es ist viel zu warm, dann kann ich lieber runtergehen oder den Ofen kurz auf, dann ist er gleich viel kühler. Aber ich habe sicher meine Röstaromen. Okay, also regelmäßig einfach nachschauen, ja. Wie geht's dem Gemüse. Ich habe den jetzt auf 240 Grad gestellt. Also wie gesagt, okay. Vollgas. Lieber zu viel als zu wenig. Theoretisch, wenn wir jetzt keine Zeit hätten und keine Lust hätten, uns jetzt groß Stress zu machen, könnten wir auch alles Gemüse auf einmal in den Ofen packen. Genau. Und dann einfach hätten wir einen großen Tray mit Ofengemüse, den wir benutzen könnten. Aber weil wir heute zeigen wollen, wie man Gemüse allgemein Röstaromen dran bringt, machen wir einen Teil im Ofen und einen Teil in der Pfanne. Ja. Ofengemüse, wenn man alles in einen tut, dann muss man ein bisschen schauen, weil ein Lauch braucht jetzt natürlich nicht so lange wie eine Karotte. Das heißt, den würde ich ein bisschen größer schneiden, die Karotten kleiner. Da muss ich dann, wenn ich verschiedene Gemüsesorten zusammen gar ein bisschen überlegen, was kocht wie lang. Das, was kürzer kocht, schneide ich größer. Das, was länger kocht, schneide ich ein bisschen kleiner, damit es dann alles gleichzeitig fertig ist. Man kann auch theoretisch natürlich, wenn man es nicht alles vermischt, auch Sachen früher vom Blech nehmen und Sachen länger. Klar, kann man natürlich auch machen. Ganz wichtig beim Sellerie, halbiert ihn euch, dann liegt er sicher und dann schneidet man sich nicht beim Schälen, weil sonst gefährlich. Wir haben hier auch verschiedene Formen der Kichererbse. Wir haben die Kichererbse im Rohzustand, wie man sie überall trocken kaufen kann. Da ist sie auch nahezu endlos haltbar, wenn man sie richtig lagert. Dann die Kichererbse roh, nur in Wasser eingeweicht. Genau, die habe ich gestern Abend einfach über Nacht genau. In der doppelten Menge Wasser ungefähr eingeweicht. Dann werden die schon mal weicher, was den Kochvorgang enorm verkürzt. Oder eben auch die Vorbereitung für Falafel. Und dann hier noch aus dem Habibi mitgebracht, quasi die echten Servus Habibi Kichererbsen, schon gekocht und kalt, weil für die Art und Weise, wie wir den Hummus herstellen, das ist nicht die einzige Art und Weise, aber da brauchen wir kalte Kichererbsen, eben nicht frisch aus dem Kochtopf. Und dann noch ein paar Gewürze, aber die sind natürlich auch geil. Und hier hinten haben wir auch schon welche kochen. Genau, hier hinten läuft die Kichererbse schon seit ungefähr einer Stunde auf dem Herd. Mit ein bisschen Natron habe ich mit dazu gegeben, also einfach Backpulver.
Kann man auf jeden Fall machen. Das macht auch die Haut ein bisschen feiner. Um die Kichererbse rum ist, dann spart man sich mehr das Schälen. Sellerie ist ja ein relativ hartes Wurzelgemüse. Da wir aber in der Pfanne natürlich entscheiden können, was zuerst und was als nächstes reinkommt, muss man jetzt nicht allzu sehr darauf achten. Ich schneide den jetzt einfach ein bisschen wild zusammen. Wenn ich ein größeres Stück habe, dann kann ich es länger braten und es hat mehr Farbe, bevor es gar ist. Wenn ich natürlich jetzt so 1 cm Würfelchen habe, dann ist es sofort durch und ich habe nicht viel Zeit, das Ganze zu bräunen. Und Farbe ist in dem Fall immer gleich. Geschmack. Nie Gemüse kochen, egal welches. Einfach nicht blanchieren, das ist voll 80er. Ja, das ist tatsächlich doch, aber ich finde es faszinierend. Alle kommen aus dem Israel-Urlaub zurück oder waren im Libanon besucht und sagen, jeder schwärmt vom Essen. Aber das Essen ist da eigentlich fast alles vegetarisch, der Großteil. Und trotzdem bleibt es allen so gut in Erinnerung. Und das ist meiner Meinung nach, weil eben Gemüse da fast immer geröstet wird und einfach anders zubereitet wird, als wir das in Deutschland oder in Europa und in manchen anderen Küchen auch machen. Wenn du Gemüse als Beilage hast, mit viel Butter, mit viel irgendwie Alkoholika etc. und du so den Geschmack ranbringst, dann macht das Sinn. Aber wenn du jetzt Gemüse als Hauptzutat hast, die den Geschmack mit reinbringt, eben die Bräunung auch und das Röstaroma und du kein Fleisch auf dem Teller hast, dann ist Blanchieren einfach nicht die richtige Art und Weise. Okay. Die einzige Zwiebel, die wir im Servus Habibi verarbeiten, ist die rohe Lauchzwiebel, weil die einfach viel feiner im Geschmack ist. Und ja, nicht ganz so aggressiv. Ja. Servus Habibi, musst du jetzt noch mal ein bisschen erklären. Wer steht dahinter? Du bist der Culinary Partner. Wer kommt hier noch dazu? Und was macht ihr da eigentlich? Ja, Servus Habibi ist im Prinzip ein Konzept, was die ohnehin gerade sehr berühmt-berüchtigte Levante-Küche so ein bisschen in Szene setzt. Und damit spielt eben diese Klassiker wie Hummus und Falafel ein bisschen cooler, ein bisschen fancier, mit mehr Anspruch eben zu kochen. Okay, und euer Team, wie ich das verstanden habe, ist recht Multikulti. Yes, wir haben eben die Ausgangsparteien sind Sami mit libanesischem Hintergrund, der Felix mit bayerischem Hintergrund. Und die erste Location ist in einem Hotel vom Gall und der wiederum ist Israeli, also schon ein bunter Mix. Und das ist natürlich auch cool, wenn man sagt, so diese Nation, wo der ein oder andere Konfliktherd natürlich besteht, wenn man jetzt im Mittleren Osten ist. Wir arbeiten alle zusammen, ich bin auch Bayer, aber das ist ja dann quasi eine Wiederholung, dass sie alle zusammenarbeiten und irgendwie so ein gemeinsames Projekt haben, wo es auch noch darum geht, die Küchen zu vereinen. Ihr seid natürlich auch jetzt offen, auch trotz Corona. Ja, natürlich, to go. Und das, mit dem besseren Wetter ist es auf jeden Fall auch so, dass immer mehr Leute vorbeikommen und sich was abholen, was natürlich cool ist. Und auch, dass die Leute sich ins Hauptbahnhofviertel wagen, möchte ich mal behaupten. Das ist so, der ein oder andere sagt, er ist zum ersten Mal dort. Das ist natürlich cool, wenn man da so ein bisschen mehr Awareness auch schafft für so ein Viertel, was meiner Meinung nach total verkannt ist, weil du da wirklich geile Sachen bekommst, die du nirgends anders in der Stadt bekommst. Das ist ungewohnt, Hummus jetzt für dich auf so kleiner Skala mal wieder zu machen. Ja, also was verarbeitet ihr sonst so am Tag? 10 bis 15 Kilo. Okay. Genau, was kommt rein? Wir haben Kichererbsen, wie gesagt, gekocht und kalt. Wir haben Hummusgewürz, Zusammenstellung geheim. Und wir haben Tahini, also Sesamsamen püriert bis in eine Creme geben. Ich finde leider die regionalen, die man bekommt, jetzt im Reformhaus oder so, die sind oft ein bisschen zu fest, die sind zu ölig, zu stark geröstet. Die arabischen Produkte sind da einfach um Längen voraus. Deswegen ist es auch noch ein Grund, ins Hauptbahnhofviertel zu kommen. Ja, noch ein Grund, weil wir können das halt tatsächlich ums Eck kaufen bei uns. Lass einmal die Karotten checken. Karottencheck. So, Karottencheck. Ja. Also es geht schon relativ buttrig rein und raus. Farbe ist schon auch ein bisschen dran. Und je weicher, desto garer. Je weicher, desto besser. Aber 5 Minuten sowas können sie, glaube ich, noch. Also was haben wir gelernt? Kichererbsen, Qualität extrem wichtig. Yes. Tahini, Qualität extrem wichtig. Kommt nicht viel rein, außer Kichererbsen, Knoblauch, Tahini. Was haben wir noch? Euer Gewürz, was eine geheime Mischung ist. Kann mir aber auch gleich dann so ein paar Empfehlungen geben, was man ungefähr reinmachen könnte. Ich meine, es sind ja immer recht dieselben Sachen. Auf jeden Fall. Also es ist immer Kreuzkümmel, immer gemahlen, also alles gemahlen, Kreuzkümmel gemahlen, Koriandersamen gemahlen und irgendwas, was Schärfe gibt. Da kann man Cayenne nehmen oder Chili und das in der Zusammenstellung, sag ich mal, 2 Teile Kreuzkümmel, 1 Teil Koriander und 0,2 Teile Chili. Dass du so ein bisschen die Schärfe hast, weil das ist ja doch recht schwer, viel Fett über den Sesam. Ja. Die Schärfe macht das Ganze ein bisschen leichter und bekömmlicher. Und Zitronensaft auch. Also. Und Zitronensaft. Natürlich immer nur frisch gepresst. Okay, rein. Schneide den Knoblauch noch schnell ein bisschen klein. Okay. Was du noch nebenher machen könntest, wäre die Petersilie noch ein bisschen feiner hacken. Okay. Da merkt man, wo hast du gelernt?
im Wernikow bei Geisel ist jetzt der also neue Name, aber das gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Mit wie vielen Sternen, als du da warst? Ich habe mit aufgesperrt damals. Wir hatten nach 5 Monaten den ersten Stern und nach 1,5 Jahren den zweiten Stern. Deswegen muss die Petersilie auch reingehackt werden. Sein. Weil wehe, ich mach den Arbeitsplatz nicht richtig sauber. Ja, so schaut's aus. Jetzt tun wir ein bisschen Tahini rein. Wir eyeballen jetzt, aber wir geben nochmal einen Richtwert. Aber auch der Richtwert ist natürlich immer davon abhängig, was für eine Kichererbse verwendest du, was für Zitronen, wie groß ist deine Zitrone, also so richtig. Eben. Am Ende muss man es halt ausprobieren. Das heißt, wir schauen uns nachher ein bisschen die Konsistenz an, dass man eher was hat, wo man sich daran orientieren kann, zu versuchen, diese Konsistenz zu erreichen. Genau, genau. So, ich habe den Knoblauch angehackt, dann Salz drauf, weil dann kann man den mit dem Messerrücken so schön zerstreichen. Und du hast nicht Knoblauchstückchen im Hummus, sondern eben so eine Paste, die sich viel besser in die Masse einfügt. Und zwar machen wir jetzt nur die eine Hälfte hier rein und die andere Hälfte brauchen wir dann gleich noch für die Petersilien-Geschichte. Das könntest du schon mal in der Schüssel tun, mit Olivenöl bedecken, sodass es gerade schwimmt. Ja. Dann den Saft von einer Zitrone und den restlichen Knoblauch rein. Warum braucht man Eis? Weil man ein bisschen Wasser reintut, ganz klassisch. Wie gesagt, es gibt auch Hummusrezepte, die sind lauwarm am Schluss und die werden auch lauwarm gegessen. Wir machen das jetzt mit Eis, weil ich persönlich der Meinung bin, du brauchst Wasser, damit es schön cremig fluffig wird. Es ist wie so eine Emulsion. Bei einer Mayonnaise hast du ja auch eine Emulsion aus Wasser und Fett. Ja. Und in dem Fall haben wir Fett, Sesam und Wasser, Eis. Und okay. Dadurch, dass es Wasser kalt ist, bleibt es kühler und die Gefahr, dass es sich trennt, ist auch niedriger. Und du hast einfach länger Zeit zum Mixen, wodurch es homogener wird und eben der Geschmack besser. So, Vorsicht. Karottencheck. Hummus Break. Also schon. Eben, das ist jetzt genau das, was man will. So diese schöne Farbe, das ist wie beim Toast, der schmeckt weiß, auch nur halb so geil wie getoastet. Ja. Funktioniert bei der Karotte, funktioniert beim Fleisch. Die können wir jetzt einfach so zur Seite stellen, die bleiben jetzt eh erstmal eine Weile heiß, weil, wie gesagt, Ofen hatte 240 Grad und das hat funktioniert, also keine Angst vor hoher Temperatur. machst du dir Sorgen um Öl? Ich höre oft, dass man eben Olivenöl nicht verbrennen darf und eigentlich wäre über 200 Grad fast. So mache ich es nicht, wenn ich tatsächlich in der Pfanne brate mit viel Temperatur. In der Pfanne natürlich nicht. Aber dann nehme ich den, weil du eine viel ganz andere Kontakthitze hast. Ja. Der Pfannenboden ist dann wesentlich heißer, um es anzubraten, als jetzt so 200 Grad beim Ofen. So, einmal zwischendurch gucken. So, und jetzt ist das, was ja wichtig ist. Jetzt wird nachjustiert. Eben, jetzt wird nachjustiert. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Es kann sein, es ist nicht salzig genug. Okay, das ist klar. Genau. Gibt es ein bisschen Salz dazu. Aber wenn jetzt die Konsistenz nicht passt, wenn es nicht cremig genug ist oder zu fest, was würdest du jetzt machen? Wenn es zu fest ist, könnt ihr auf jeden Fall mit Eis oder Zitronensaft arbeiten. Da würde ich dann schauen, wenn es zu sauer ist. Natürlich kein Zitronensaft, sondern Eis hernehmen. Wenn es zu weich schon ist, dann könnt ihr Tahini reingeben, weil das, wie gesagt, wie das Öl bei der Mayonnaise ist, die Mayonnaise fester macht, kann man bei Tahini, dadurch, dass es fett ist, macht es das Ganze auch wieder ein bisschen schwerer. Okay. Könnte man machen. Generell beim Salz ist, manche tun sich immer schwer zu sagen, okay, fehlt Salz oder nicht, wenn man so einen Grundgeschmack hat und sagt, oh, es ist schon lecker, aber es ist nicht wirklich viel davon da, also man isst, es ist lecker, aber es geht mehr, dann kann man meistens nachsalzen, weil Salz einfach den Grundgeschmack verstärkt. Okay. Wir machen es so, dass es noch ein bisschen stückig ist, einfach weil ich es persönlich mag. Man kann das natürlich auch viel weiter mixen noch und es wird dann irgendwann noch feiner. Aber ich persönlich mag das so. Da ist natürlich auch wichtig, dass es die Basis ist, sprich, es muss jetzt nicht wirklich on edge abgeschmeckt sein, so wirklich auf Kante würzig, weil du tust ja meistens noch was drauf. Es kommt dann noch Olivenöl drauf, das mixt man nicht mit rein, weil sonst wird es zu schwer, sondern eben oben drauf. Und das gibt nochmal einen krassen Geschmacksboost auch. Okay. Sprich, den können wir jetzt so zur Seite stellen. Wir kochen, wie gesagt, beim Braten mit neutralem Öl. Brauchen da auch nicht zu viel. Was ist neutrales Öl? In dem Fall jetzt? Also nicht Olive, sprich Raps- oder Sonnenblumenöl. Okay. Man kann auch Traubenkernöl nehmen oder anderes Samenöl, aber das ist halt dann auch sehr pricey. Also es braucht es nicht unbedingt. Reihenfolge, natürlich erst der Sellerie, weil fester. Ja. Dann der Emmer ist ja auch schon gekocht, sprich, der muss in erster Linie warm werden und nochmal ein bisschen Geschmack bekommen. Genau. Das heißt, der kommt dann kurz nach dem Lauch rein. Ganz am Schluss tun wir dann die Lauchzwiebel mit unterziehen. Dann würzen wir es auch ganz am Schluss erst. Wenn du Gemüse salzt, das sieht man ja, wenn man zum Beispiel Auberginen salzt, dann zieht es das Wasser raus. Ja. Selbe passiert auch in der Pfanne.
Und dieses austretende Wasser verbraucht quasi Bratenergie, wenn man so möchte. Sprich, ich habe eine gewisse Hitze zur Verfügung, ja, und das Wasser, das austritt, verbraucht was von der Hitze. Da wir viel Farbe wollen, ja, in wenig Zeit, wollen wir die Hitze möglichst fürs Gemüse haben. Ja. Das heißt, wir salzen am Ende, okay, dann ist das Gemüse fertig, dann kann ich es würzen und dann verliere ich keine Energie durch das austretende Wasser. Okay. Und du machst die Pfanne natürlich auch nicht zu voll, weil du ansonsten auch die Pfanne, genau, wieder abkühlst und dann, genau, das Ganze wieder kocht und nicht brät. Ja. Und solange man den Pfannenboden sieht, braucht man sich wirklich gar keine Sorgen machen, dass man zu viel Gemüse drin hat. Ja, was jetzt hier ganz wichtig ist, dass man nicht von Anfang an irgendwie versucht ist, nervös umzurühren und zu schauen, weil viel Hitze ist. Das hält schon ein bisschen was aus. Wenn man schauen möchte, ob es schon Farbe bekommen hat, dann dreht man mal ein Stück um und schaut und sieht, okay, da passiert noch nicht so viel, da verbrennt nichts. Ich kann es noch ein bisschen stehen lassen. Weil wenn ich es immer wieder umdrehe, geht wieder Hitze verloren und ich brate von allen Seiten so ein bisschen, anstatt von einer Seite gescheit. Wir hier gerade stehen mit unseren Kichererbsen, die, yes, werden langsam mal weiß. Ja, genau, da kann man auch mal gucken, wenn die sich mit der Hand wirklich leicht zerdrücken lassen. Dann geht, die kann man jetzt sogar noch ein bisschen stehen lassen, in der Resthitze einfach fertig ziehen lassen, dann für die Art und Weise, wie wir eben Hummus machen, abkühlen lassen vor dem Mixen und dann sind die eigentlich auch schon lecker. Genau, hier sieht man jetzt, hier passiert jetzt langsam was. Da kommt eine Bräunung dran. Ja, genau, da kann man noch ein bisschen warten. Das kann man natürlich, wenn man jetzt das so ein bisschen sich rantastet, lieber portionsweise machen und dann müsste man es danach, ja, und kann sich rantasten. Ich würde jetzt sagen, ich kriege das so hin. Man hat jetzt hier eben die ersten Bratspuren. Wichtig ist auch, dass die Pfanne nicht zu trocken ist. Sprich, man braucht schon immer ein bisschen Öl, weil es dann einfach schöner brät. Sonst ist es mehr wie so ein Toasten und du hast weniger von der Maillard-Reaktion, sprich diese schöne braune Farbe, weil du dafür ein bisschen Fett brauchst. Wichtig ist natürlich nicht zu viel Fett. So, was kann man jetzt machen, wenn man merkt, okay, es verbrennt mir und das eine ist noch nicht gar. Was man immer machen kann, ist Wasser hinzugeben, das kühlt herab und es verdunstet auch wieder. Sprich, du, solange du das Wasser wieder komplett einkochst, verlierst du auch keinen Geschmack. Ich könnte jetzt, wenn ich merke, okay, es ist viel zu heiß, scheiße, was mache ich jetzt? Einfach 2 Esslöffel Wasser reingeben, das nimmt schnell viel Hitze weg, ja, dann kocht es zwar kurz, aber sobald das Wasser wieder komplett verdunstet ist, fängt es wieder an zu braten. So, jetzt sieht man hier, wie langsam der Lauch so ein bisschen zusammenfällt, sprich, der ist nicht mehr so kompakt. Wir haben schon ganz nett Farbe dran. Dann kann man das salzen. Da geht es jetzt, wie gesagt, auch nur darum, es nochmal mit durchzuwärmen, fertig ist. Mhm, genau. Tut zwar ein bisschen was von unserem Chili-Gewürz dran. Weil das ist eine Mischung aus scharfer und süßer Chili und Sesam. Sesam haben wir eh schon verarbeitet im Hummus. Das rundet das Ganze nochmal schön ab. So, die Idee ist, wir machen das auch wieder eben auf so einer Hummusbasis. Ja, das reicht. Dann muss ich ein bisschen verstreichen. Dann haben wir die Karotten. Wenn wir so schöne Urkarotten haben, würde ich die einfach ganz lassen, weil die sind ja eh weich gegart, sprich ich kann sie wunderbar schneiden und habe dann dadurch so ein bisschen eben mein gegrilltes Gemüse als Hauptprotagonisten in der Mitte. Ja. Es kommt natürlich noch was dazu, aber es geht ganz klar um die gegrillte Karotte statt jetzt dem gegrillten Rinderfilet. Ist die jetzt noch warm? Die ist lauwarm, ja. Aber dadurch, dass ich das heiße Gemüse drauf tue und der Hummus ja eh auch eher ein kaltes Gericht ist und ich sage jetzt mal, da wo es herkommt, man ja auch gerne mal hohe Temperaturen hat, muss es jetzt auch nicht knacken heiß sein wegen mir. Okay. So, dann ist quasi unsere Beilage zum Gemüse, ist wiederum das gegrillte Gemüse, aber eben mit lecker Getreide drin. Was das Ganze einfach nochmal ein bisschen, du hast nochmal eine andere Textur dadurch, hast nochmal dieses Knackige von den Körnern. Jetzt haben wir unsere... Ich habe immer noch keinen Namen dafür gefunden. Ich mache das echt oft, aber es ist so. Ich mache das auch mal zum Grillen. Petersilienpesto oder so, Chimichurri, irgendwas in die Richtung. Einfach ein bisschen außenrum. Dann haben wir unser Paprikagewürz noch. Da muss man auch nicht sparen. Das gibt nämlich Geschmack und sieht schön aus. Und zu guter Letzt für den letzten frischen Kick. Einfach nochmal ein paar frische Kräuter oben drüber und einen Schuss Olivenöl.
Also fassen wir nochmal zusammen, die Tipps für Gemüse so zuzubereiten, dass Gemüse gut schmeckt. Ist nicht mit der Hitze sparen. Größere Stücke lassen, dass du viel Farbe bekommen kannst, bevor sie zu weich sind. Ja. Und darauf achten, dass wenn du verschiedene Gemüsesorten kombinierst, dass du ein bisschen auf die Garzeit achtest. Sprich, die festeren zuerst, also alles, was Wurzel ist, Karotte, Kartoffel, Sellerie und die weicheren Sachen wie Zwiebel, Lauch, später dazugeben. Okay. Genau. Oder separat garen. Und im Backofen nicht nach Zeit garen, sondern im Backofen arbeitest du nach Gefühl, nach Auge und nach Piekstest ist was, genau. Ist was gar oder eben nicht. Ja, genau, wie ich mir bei der Kartoffel ja auch selten eigentlich einen Wecker stelle. So, ich koche genau 35 Minuten, sondern ich setze sie auf, schaue immer mal wieder nach. Genau. So tue ich es in den Ofen und schaue immer mal wieder nach. Mhm. Richtig gut. Mhm. Okay, tausend Dank. Ich glaube, wir haben einiges gelernt heute. Es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen kochen. Immer gerne. Nächstes Mal Falafel. Also nächste Folge machen wir Falafel. Bis dahin kann jeder im Servus Habibi natürlich seine Falafel selber abholen und bald hoffentlich auch wieder vor Ort essen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Vielen Dank dir, Marvin. Sehr gerne, sehr gerne. Danke dir. Und dann, schönen Tag. Tschüss. Bis irgendwann.